Der Bau von Hochspannungsleitungen ist mit großem Know-how verbunden. Neben dem Wissen, wie man sichere Mastfundamente plant und ausführt und welche elektrotechnischen Effekte beim Errichten von Freileitungen zu beachten sind, ist entscheidend, wie gut letztlich jeder einzelne Mast einer Freileitungsstrecke aufgebaut wird. Damit die künftigen Monteure der Freileitungsbauunternehmen optimal auf ihre Tätigkeit vorbereitet werden, vermitteln wir im Modul Mastmontage innerhalb unseres Lehrgangs zum Freileitungsmonteur grundlegende Kenntnisse darin, welche Voraussetzungen am Montageplatz zu schaffen sind und was während der Montage zu beachten ist. Unter anderem anhand von Modellen lernen die Teilnehmer, wie man zum Heben von Lasten geeignete Trag- und Anschlagmittel einsetzt. Auch muss die Lastaufnahme höchsten sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen. Ob eine Last sicher gehoben werden kann, hängt nicht zuletzt davon ab, welche Bodenbeschaffenheit am Ort der Montage vorzufinden ist. Das Stichwort dazu lautet Standsicherheit. Mastmontage ist Millimeterarbeit, deshalb ist die baubegleitende Vermessung wesentlicher Bestandteil des Lehrgangs. Dabei wird der sichere Umgang mit den dazu benötigten Arbeitsmitteln wie Nivelliergerät und Theodolit erlernt. In Kleingruppen aufgeteilt können sämtliche Arbeitsschritte einerseits als Team trainiert werden, andererseits hat aber jeder Teilnehmer genug Zeit, seine eigenen Kenntnisse umfangreich zu vertiefen. Herzstück des Lehrgangs ist schließlich die Anwendung des bis dahin vermittelten Wissens in der Fachpraxis. In einer einmaligen Indoor-Trainingsanlage können sich die angehenden Freileitungsmonteure unabhängig vom Wetter ganz auf die einzelnen Arbeitsschritte konzentrieren. Hierbei kommen verschiedene Masttypen und Konstruktionsprinzipien zum Einsatz, die den unter realen Bedingungen verwendeten Materialien entsprechen. Denn das ist unser Prinzip, grundlegendes Wissen mit praxisnaher Anwendung zu verbinden.